Ja, dann sitzen wir hier wieder im Zentrum Spaniens, genau genommen in Extremadura am Oriana, diesem superschönen Stausee mit 5000 Hektar Wasserfläche. Hinter uns haben wir uns einen Traum erfüllt. Letztes Jahr im Frühjahr haben wir uns hier eine alte Ruine direkt am Wasser gekauft. Ein graues Haus, was wir halt innerhalb von letzten Jahr, wir sind immer noch dabei, umgebaut haben, sodass wir hier sich ein weißer Schmetterling entwickelt hat mit einem Panorama auf dem See. Und genau davor, vor diesem Haus, sitzen wir hier in dieser großen Bucht. In dieser großen Bucht, direkt vom Haus, haben wir das letzte Jahr das erste Mal geangelt, und zwar mit der neuen Rambazamba Range. Und wir waren so gespannt, zum einen, ob die Boilies überhaupt in diesem See funktionieren und vor allen Dingen auch, ob diese Wasserfläche vom Haus auch Potenzial hat und ob man auch direkt vor dem Haus Fische fängt. Aber wir fangen mal an mit der ganzen Story. Wir waren letztes Jahr im Sommer hier, um das Bauprojekt voranzutreiben und haben nebenbei ein bisschen geangelt, was nicht wirklich gut lief. Wir haben Fische gefangen, aber keine großen, und waren dann halt voller Hoffnung und hatten so richtig Bock, im Oktober nochmal wieder herzukommen, wo wir dann halt ganz klar das Angeln im Vordergrund stellen wollten und nebenbei dann halt am Haus ein paar Kleinigkeiten regeln wollten. Wir waren so heiß auf diese Tour, weil es wie gesagt im Sommer ja eben nicht so gut lief, und hatten halt richtig Bock. Das ist eben das, was uns auch in erster Linie hier so motiviert, an diesem großen Wasser neue Plätze zu entdecken und diesen See auszukundschaften. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind halt nachts quasi oder spätabends sind wir halt zu einem neuen Platz gefahren, den wir vorher noch nicht kannten, und haben dann halt erstmal das ganze Lager aufgebaut mit dem Plan, dann morgens um 4 Uhr vor Sonnenaufgang die Routen rauszufahren. Der Platz war total spannend, weil normalerweise ist die Uferstruktur sehr felsig, und in diesem Areal gab es dann halt eine Zone, die war eher schlammig, und wir dachten uns, ja, es ist mit Sicherheit nicht jetzt so das Revier, wo die Krebse halt zu Hause sind, aber trotz alledem kann so ein Schlamm natürlich auch viel Nahrung beinhalten und ist vor allen Dingen eben auch was anderes, wie an jedem See, wenn man halt besondere Plätze findet, die entgegen der normalen Struktur sind, sind sie meistens gut. Wir haben dann die Rambazamba boostet großflächig um den Köder gefüttert. Sehr sparsam, weil wir erstmal gucken wollten, beißen die Fische überhaupt bei diesen relativ hohen Wassertemperaturen. Das Wasser war immer noch bis, wir hatten das GTM 40 vorher reingelegt, das Wasser war immer noch bis einer Tiefe von, ich glaube, 12 Metern komplett durchmischt mit ungefähr um die 20 Grad Wassertemperatur, und dementsprechend wollten wir halt auch erstmal sehen, wo halten die Fische sich auf. Dementsprechend haben wir eben nur wenig gefüttert und halt den Hakenköder dann trotz alledem noch mit einem Akzent versehen. Wir saßen ja dann in der Nähe von den Inseln und wir hatten echt, waren echt richtig heiß und haben echt gehofft, dass es dann auch läuft, und ja, so wie es dann kam, war einfach unvorstellbar. Direkt nach dem Routenauslegen so ungefähr, mittags läuft dann die erste Route ab, Hammerdrill mitten im offenen Wasser, und ja, konnten wir echt einen sehr schönen Fisch fangen. Kein Riesen, aber trotzdem was Besonderes, dass der Plan aufgegangen ist. Thank you.
danach war unsere Motivation und unsere Erwartung natürlich sehr hoch, weil wir halt direkt nach dem Ankommen gefangen haben. Aber dann ging es eher runter mit dem Fangen, denn am nächsten Tag hatten wir noch einen Fisch, aber der ist am Vorfach gerissen. Danach hatten wir natürlich wieder so eine Motivationssteigerung. So, die Fische sind hier, ein verloren, ja komm, jetzt weiter. Jetzt fangen wir die nächsten, doch dann, ja, gar nichts mehr. Ging es dann nicht so weiter, wie wir es durch den ersten Fisch erhofft hatten. Wir haben nächsten Tag dann halt noch einen Fisch verloren, in einer Krebsreuse, auf genau den gleichen Platz. Dann sollte ein richtig großer, starker Wind aufkommen mit 9 Windstärken. Und ja, es war Südwind und wir saßen auf der Nordseite, heißt, wir mussten einfach den Platz wechseln, um sicher zu gehen. Heißt, wir haben uns aufs Südufer gesetzt, in Windschatten, damit wir halt auf der sicheren Seite sind und uns nichts passiert. Klar, wir haben die Ruten ausgelegt. Solange die Ruten im Wasser sind, kann immer was beißen, aber wir hatten jetzt nicht so die Motivation, ja, dass es was beißt. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass was beißt, da die Motivation auch schon fast weg war. Und dann kam halt dieser starke Wind, was auch irgendwie ein geiles Abenteuer war, weil irgendwann in der Nacht hat der Wind dann gedreht und ist auf unser Camp gegangen. Und ja, das eine Kochzelt von uns wurde komplett zerfetzt. Die Stangen sind auseinandergebrochen und unser Schlafzelt mussten wir festhalten. Ich und meine Mama von innen haben die Stangen festgehalten und Papa ist raus und hat nochmal alle Heringe festgekloppt, nochmal so neue Seide gebunden zur Sicherung. Das war schon ein krasses Abenteuer. Wir hatten nur noch wenige Tage und mussten auch noch 2-3 Sachen am Haus erledigen, sodass wir dann halt entschieden haben, okay, wir nutzen diese Chance. Der Wind ging im Prinzip die ganze Zeit in diese große Bucht, die direkt vorm Haus liegt, sodass wir dann entschieden haben, den letzten 2 Tage vor dem Haus zu fischen. Das Wetter hat uns voll in die Karten gespielt. Der Wind fegte immer noch direkt in die Bucht rein, sodass ich dann am nächsten Morgen halt immer noch beim sehr starken Wind mit Schwimmweste ins Boot gegangen bin, alleine, und habe dann halt eine Tiefenkarte angelegt von der gesamten Bucht, sodass ich dann entschieden habe, das gesamte Areal großflächig zu füttern. Zum einen mit Boilies, wenig Partikel. Wir haben dann, weil wir eben nur begrenzten Zeitraum hatten, haben wir Ramazama Boosted gewählt. Ungefähr 5 Kilo Boosted gewählt. Ja, nicht, ich glaube, es waren nicht ganz 5 Kilo, aber so mal, ungefähr 5 Kilo. Sagen wir mal knapp 5 Kilo Boosted. Es gibt zwar viele Krebse in diesem See, aber wir dachten uns, okay, wir haben nicht viel Zeit. Wir wollen mit den hochattraktiven Ködern, wollten wir dann in dieser wenigen Zeit die Fische auf den Platz ziehen und eben zum Fressen stimulieren. Deswegen haben wir auch großflächig gefüttert, damit die Fische suchen müssen, auf dem Platz bleiben und ja, wir mehr Chancen haben, mehrere zu fangen, da mehrere Fische auf dem Platz sind. Und es ist nicht so, ja, wir füttern auf einem Platz 5 Kilo, weil dann ist ein Fisch, kriegst alles ab und ja, dann ist es weg. Dadurch aber, dass wir großflächig füttern, müssen die Fische suchen und dadurch sind sie dann länger auf dem Platz und man hat mehr Chancen, mehr zu fangen oder das überhaupt was zu fangen. Nach dieser abenteuerlichen Futteraktion sind wir dann am nächsten Tag rübergemoved in die Hausbucht, haben dann das Camp aufgebaut, um dann halt früh am Morgen die Routen wieder auszulegen. Dann relativ schnell in der Hausburg unseren ersten Fisch.
geiler Fisch, weil der hatte so riesige Flossen. Der war richtig cool. Der war echt heftig. Das war schon fast so ein Schleierschwanz. Ey. Ja, so ein Schleierschwanz. Super schöner Fisch. Ja. Wir haben es so abgefeiert. Also eigentlich hatten wir dann halt für uns schon die Tour abgeschlossen, weil es einfach so cool war, dass wir die Bestätigung hatten, dass hier vorm Haus die Fische schwimmen. Ne? Und vor allen Dingen auch, dass diese Futtertaktik aufgegangen ist. Es war einfach super cool. Wir hatten dann nur noch den Morgen und eine Nacht da drauf. Aber da konnten wir dann morgens nicht mehr angehen, weil wir dann genau, ich habe mich, dann war es so, ich habe mich tierisch gefreut und dachte, cool, dann kann ich jetzt in Ruhe halt mit offenem Kopf irgendwie die letzten Sachen am Haus erledigen. Bin dann hochgegangen, relativ früh morgens, um im Garten halt ein paar Sachen zu erledigen. Und als ich dann oben die Olivenbäume beschnitten habe, höre ich dann plötzlich so in der Entfernung Silas rufen. Im ersten Moment habe ich der Sache gar nicht so viel Beachtung geschenkt, aber dann bin ich halt auf die Veranda hoch, weil ich da die beste Aussicht hatte und sehe den Jungen dann plötzlich am Ufer stehen unten mit krummer Rute in der Hand. Genau, weil es war so, wir hatten schon ein paar Sachen zusammengepackt, die wir nicht mehr brauchen und ich saß dann mal im Auto, weil es war noch windig und nicht noch kalt vom Sturm und ja, ich sitze dann im Auto und auf einmal, piep, Zwinger oben, Rute krumm. Ich warte noch kurz, Durchstarter. Und ja, dann... Das war wahrscheinlich der Moment, wo du mich auch gerufen hast dann, ne? Nein, erst später, weil dann bin ich an die Rute und dann hatte ich so einen Kopfschlagen oder es hat sich so angefühlt wie ein Kopfschlagen oder wie, als würde es irgendwo reiben und dann dachte ich mir so, ja, ich muss ins Boot, egal was ist, ich muss ins Boot. Aber da wir besprochen hatten vorher, dass ich nicht allein ins Boot gehen soll, habe ich dann Papa gerufen und dann ja, kam Papa und dann ja, sind wir ins Boot und dann hatte ich echt einen geilen Drill mit dem Fisch. Und das Krasse war, wir haben den Fisch die ganze Zeit in so einem riesigen Ameisenfeld gedrillt, weil durch diesen Sturm sind wahrscheinlich diese ganzen fliegenden Ameisen abgestorben und ins Wasser gefallen und die sind dann hier überall rumgetrieben und es war alles voll mit Ameisen, das Ufer, alles voll, es war einfach krass sah das aus, alles voll mit Ameisen. Ja und ich drehe dann diesen riesigen Fisch und dann kommen die Blubberblasen hoch, lässt der Luft ab und wir hatten schon... Klassische Zeichen für große Fische. Ja und wir hatten schon diese Blasen plötzlich so hochkommen. Ne? Ja und dann, wir hatten dieses Gefühl, ey noch ein Fisch, heftig, in der Bucht hier und dann ja, haben wir den Fisch zum ersten Mal gesehen. Das war echt kein kleiner. Aber wir wollten auch nicht sagen, dass er groß ist. Und wir so dann so, ja, der hat vielleicht knapp die 20 oder so. Ja, und dann war es einfach heftig. Fisch im Kescher, Riese. Das war einfach krass. Ja, und dann wir ans Ufer und wiegen diesen riesigen Fisch, der auch echt so ein Herbstfisch war, so echt gut genährt und so. 26 Kilo, das ist einfach krass. Ja, aber als wäre es nicht genug. Piep, Rute krumm. Wir gucken zur Rute. Piep, piep. Wie? Kompletter Durchstarter wieder. Es ist einfach krass. Ja, ich an die Rute. Und es war ähnlich wie beim ersten. Auch wieder dieses Kopfschütteln. So, und ja, da ist halt irgendwas Magisches so in der Luft. Und ich hatte in der Rute wieder das Gefühl, das ist ein großer, aber sowas spricht man da nicht aus. Ja, und dann wir ins Boot, über den Fisch. Diesmal dann auch die GoPro dabei. Ja, ich hatte mich so geärgert beim ersten Fisch, weil ich ja oben vom Haus runtergesprintet bin, habe ich dann die GoPro vergessen, sodass wir dann echt so einen mega coolen Drill hatten, den wir aber nicht gefilmt haben. Als dann das zweite Mal die Rute daneben halt ablief, habe ich dann halt die Chance gesehen, dass ich die ganze Geschichte nochmal wiederholen konnte. Silas hat gedrillt und ich habe dann halt mit der GoPro echt, glaube ich, einen ganz coolen Film gemacht.
halt wieder gigantisch. Ähnlich, dass dann mit einmal diese Blasen halt wieder hochkommen, was ich so super abgefahren finde. Und in diesem klaren Wasser siehst du dann echt schon, ja, so drei, vier Meter unter dir, wenn dann plötzlich so ein goldener Schimmer dann halt hochkommt, ne? Und es war eigentlich klar, dass es schon wieder ein großer Fisch ist. Ja, aber es war einfach krass. Dann kamen halt diese Luftblasen hoch und ja, dann sieht man diesen riesigen Fisch und ja, ich wollte nicht... Die Route die ganze Zeit unter Wasser. Ja, eigentlich fand ich die ganze Zeit unter Wasser. Ich wollte auch nicht zu hoch machen, damit er nicht aussteigt. Ich habe echt vorsichtig, aber auch nichts... Also ja, es ist einfach gigantisch, dieser Moment. Und dann der nächste Fisch kommt hoch, Papa löffelt ihn in den Kescher rein und ja, wir gucken uns den Fisch an und wissen, der hat das ähnliche Gewicht. Der ist auf jeden Fall auch mindestens so groß. Es war nur so, dass die Bestätigung, dass er genauso groß war, hatten wir erst später, weil als wir dann am Ufer waren und dann eigentlich dann mal ein bisschen zu uns gekommen sind, um dann und zu freuen über diese beiden Fische. Wir haben auch ein bisschen mit dem haben wir erst in die Abpackmatte und direkt eingesackt, also in die Wiegeschlinge gepackt. Wir wollten ihn noch gar nicht wiegen, uns kurz hinsetzen, was trinken. Wir uns erstmal um den ersten Fisch auch kümmern wollten. Ne? Ja, wir wollten erstmal runterkommen, so, weil es einfach unvorstellbar. Zwei riesige Fische innerhalb von einer halben Stunde oder so. Und dann, krass. Wir stehen im Wasser, um uns rum diese beiden Fische, konnten das noch gar nicht richtig glauben, gucken dann halt so wie jetzt, so genauso wie es jetzt ist, auf die Ruten halt, auf die anderen beiden Ruten. Und dann passiert nochmal genau das Gleiche. Genau der gleiche Film. Rute wieder krumm, Zwinger hoch, die Schnur läuft langsam, aber stetig ab, sodass wenn dann die beiden Fische schnell an die Boje gehängt haben, diesmal ist Silas gerudert und ich habe die Rute in der Hand gehabt. Anja hat gefilmt, sodass Silas dann halt wie bei der Olympiade über den See gesprintet ist mit den Rudern. Wir relativ schnell, wir waren ja auch voll im Training, beim Fisch waren und ich dann halt nochmal echt einen großen Fisch gedreht habe. Also die konnten es irgendwie gar nicht, es kann nicht sein, dass es jetzt nochmal so ein großer Fisch ist. Du fängst nicht drei, sondern großen Fische hintereinander. Ja. Ey. Kommt der Fisch hoch? Wieder genau das Gleiche ungefähr. Und es war innerhalb dieser kurzen Zeit wieder genau das Gleiche. Wir haben es so abgefeiert, dann kommt da nochmal so ein Teller hoch, ey. Also echt nochmal so eine Schranke von Fisch, ey. Alter! Rambazamba! Rambazamba, Mama! Film Rambazamba! Rambazamba! Es ist wieder so ein Brett. Alter! Der ist noch größer. Warte, hier Rambazamba. Rambazamba. Yes! Alter! Ja, und dann wollten wir einfach wissen, wie groß sie sind. Dann haben wir den Fisch, den 26 Kilo wussten wir schon, dann haben wir den danach gewogen, 25 Kilo. Haben wir den danach nochmal gewogen. Auch knapp also über den anderen. 25 und dann Kilo war der andere nochmal. Auch noch über 25. Also drei Fische immer, also mit 25 und 26 Kilo. Also es ist einfach krass. Also es war so unvorstellbar. Es war einfach der Hattrick, den man echt nur, wo du denkst, das passiert dir nur einmal im Leben. Und das oder gar nicht. Thank you.
Genau. Schmeiß ihn ins Wasser! Und dieser Hattrick direkt vorm Haus in der Casita Bay. Wie geil ist das bitte schön, ey? Ja, es ist so unvorstellbar, dass ich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, noch gar nicht glauben kann. Also auch, obwohl es schon ein Jahr her ist. Da frage ich mich tatsächlich, ob das alles gefotoshoppt wurde oder zum so. Zum Glück hat man immer die Fotos als Bestätigung. Ja, es ist einfach krass. Naja, wir haben vor jetzt... Vor allem das Geile war, dass auch unser Plan davor aufgegangen ist mit dem Füttern, ne? Dieses großflächige Füttern, nicht zu viel, auch so eine große Fläche und dann halt mit kleinen Ködern. Also wir haben dann auch wieder mit Boosted geangelt, also Ramazama Boosted 15 mm mit einem kleinen Pop-Up. Wir hatten das erste Mal die Ramazama Wafter im Gepäck und auch die pinken Fluoros, die pinken Fluoro-Pop-Ups, die wir als Akzent noch da oben raufgesetzt haben. Und ja, es hat einfach extrem gut funktioniert. Ja, es hat eigentlich alles gepasst. So. Auch, es war einfach so krass, weil es hat sich so angefühlt, als wenn diese drei Fische in der ganzen Zeit, für die ganze Zeit bestimmt waren. Aber wir haben es halt einfach nur in 2 Stunden gemacht. Und 3 Fische sind normalerweise für ein ganzes Jahr bestimmt. Und wir haben sie innerhalb von 1,5 Stunden gefangen. Ja, das ist krass. Wir haben jetzt noch ein paar Tage hier am See und werden hier nochmal wieder filmen. Haben in der letzten Woche eine extrem abgefahrene Story nochmal wieder erlebt, die mit Aber Sicherheit auch nochmal in der nächsten Zeit kommt. Und ja, wir freuen uns noch auf die nächste Woche. Und sowieso auf die nächsten Jahre, die wir hier an diesem Standort noch verbringen werden. Also, dann hasta pronto!